Ratpostner Kommissar, meine Freunde, und herzlich willkommen zur fünften Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich euch den Kreuzblütler Brokkoli vorstellen. Also Brokkoli stammt ursprünglich aus Kleinasien und wird in Europa, hauptsächlich in Italien, kultiviert. Im 16. Jahrhundert hat die Micchi-Familie Brokkoli nach Frankreich sowie nach England gebracht und dort wird er auch als italienischer Spargel bezeichnet. Brokkoli punktet auch mit vielen verschiedenen Vitaminen und Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Vitamin B1, B2, B6, Vitamin E, C und das Provitamin Beta-Carotin, die Vorstufe zu Vitamin A. Und die verschiedenen Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium, Zink, Phosphor, Kalium und natürlich Eisen. Viel interessanter sind natürlich die sekundären Pflanzenstoffe neben den wertvollen Chlorophyll, auch die verschiedenen Senföle. Ich möchte auf die speziellen Senföle eingehen. Die haben in der Regel eine antikarzinogene Wirkung, wie zum Beispiel das Indole-3-Carbinol. Das ist ein Phytochemikal, welches hormonbedingten Krebs entgegenwirkt. Diese wird aus den Glykoinsulaten hergestellt und die entstehen durch das Zerteilen, Zerkauen oder Zerhäckseln des Kohls. Und dadurch entsteht dann das Enzym Indole-3-Carbinol und aufgrund der Verdauung von I3C wird das starke Antioxidant Dindolylmethan hergestellt und dieser nimmt Einfluss auf den Stoffwechsel von Östrogenen, genauer gesagt von Östradiol. Und da gibt es halt zwei verschiedene Metaboliten, also Zwischenstoffwechselprodukte wie Östriol und Katechol-Östrogen. Und letztere unterstützen die Wachstum eines Tumors nicht. Die Sulforaphan greift in den Zellteilungsprozess ein und verhindert somit, dass die Krebszellen sich weiter ausbreiten können. Forschungsergebnisse von der Universität Heidelberg haben auch gezeigt, dass Sulforaphan auch gegen die hartnäckigen Krebsstammzellen vorgehen, die Chemotherapie nicht besiegen kann. Und die Folge dadurch ist halt, dass die Stammzellen wieder nach der Chemotherapie weitere Krebszellen hervorhoben und sich dieses Hamsterrad immer weiter dreht, bis der Patient letztendlich dann stirbt. Zudem hat Sulforaphan auch die positive Eigenschaft, dass die gesunden Zellen geschützt werden, auch in der Chemotherapie zum Beispiel. Eine weitere positive Eigenschaft für Diabetiker des Typs 2 ist, dass Sulforaphan die Gluconeogenese aufhält, das heißt, dass die Leberzellen nicht mehr dazu veranlasst werden, Fett in Glucose umzuwandeln. Sulforaphan verhindert das Enzym, welches diese Synthese verursacht. Eine weitere positive Eigenschaft ist von Sulforaphan, dass das radikale Sauerstoffspezies induziert und den Körper dazu veranleitet, das äußerst starke und mächtige Antioxidant Glutathion zu produzieren. Und das ist wirklich eine äußerst positive Eigenschaft, weil Glutathion auch gegen viele Erkrankungen und allgemein die Gesundheit stark unterstützt. Wichtig zu sagen ist, dass Sulforaphan in den Sprossen 100-mal mehr aufgewiesen wird als in einem ausgewachsenen Kohl und daher entsafte ich mir in der Regel den Brokkoli, esse ihn so in Salaten oder ein anderes Video, was ich gesehen habe, ist, dass man auch den Sulforaphan-Gehalt um das Dreifache erhöhen kann, wenn man zum Beispiel Wasser auf ungefähr 70 Grad erhitzt und dann die Sprossen in das Wasser gibt und das für 10 Minuten ziehen lässt. Wichtig ist nicht, diese 10 Minuten zu überschreiten, damit das Enzym Myrosinase nicht deaktiviert wird. Diesen ganzen Brei, sage ich dann mal, in einem Mixer und Hochleistungsmittel zu zerhäckseln und diesen Tee oder das Getränk dann einfach zu trinken. Zur Herstellung von diesen Sprossen bzw. von dem Gras, wie ich das jetzt auf die Erde ziehe, ist eigentlich ganz einfach. Ich tue sie über Nacht einweichen. In der Regel muss man das nicht tun, in einem ganz normalen Sprossenglas und tue sie dann hier für 6 Stunden zum Beispiel einweichen und dann zweimal am Tag spülen. Da muss man halt auch aufpassen, wenn man sie dann aufs Gras legt oder im Glas, dass sie halt auch sehr schleimend sind und das Wasser doch aufsaugen. Da sollten die halt dementsprechenden Platz auch haben. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte wieder eine Inspiration für dich sein.
dein eigener Landwirt zu sein. Spasiba, sa prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Bis dahin, ciao.